Wow. Ja, also langsam dämmert es mir, dass hier Calabrio der Porsche unter den Workforce-Management-Systemen ist. Kompliment. Kompliment. Von meiner Seite ganz klar. Doch ein paar Fragen zum Thema Reporting und Forecast-Planung hätte ich dann doch noch. Ja? Da wäre jetzt hier zum Beispiel mal unser Stefan, guter Mann. Und wenn, wie der die Reportings in seine Excel-Tabelle reintöckelt, hat er super im Griff. Wunderbar. Nur produktiv ist es nicht wirklich. Wie können wir das optimieren? Das ist eine absolut berechtigte Frage. Stefan? Okay, jetzt, Entschuldigung. Unser System beinhaltet den Data Explorer, eine BI-Lösung, mit der auf einfache Art und Weise individuelle Dashboards erstellt werden können und das Ganze ohne Datenbankkenntnisse auf eine ganz simple und einfache Art und Weise. Okay, nun zum Forecast. Wie schaffen wir das, dass immer genügend Manpower da ist? Manchmal werden wir ganz einfach von den Ereignissen überrascht. Das Forecasting ermittelt die pro Intervall das Volumen, die Bearbeitungszeit und die Nacharbeitungszeit. Reichen die eigenen Mitarbeiter nicht aus, kann über das Workforce Management einen Export erfolgen zu einem BPO über einen Outsourcer. Genauso können auch Datenimporte vom Outsourcer ins WFO durchgeführt werden. Okay, und wie gehen wir mit Abweichungen um? Ha, die Frage zeigt, dass Sie sich bereits intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Klasse. Bevor ein Forecast erstellt wird, müssen Sie die historischen Daten validieren. Das heißt, sie werden mit einem Referenzzeitraum verglichen und Abweichungen können so noch korrigiert werden. Im Forecast können besondere Ereignisse, zum Beispiel wie Marketingkampagnen, hinterlegt werden. So stellen Sie dann sicher, dass Sie mit realistischen bzw. realen Daten auch planen. Mhm. Sehr gut. Ja, wagt doch mal bitte so einen kleinen Blick in die Glaskugel. Was bringt die Zukunft noch für Herausforderungen und Innovationen? Eine Glaskugel brauchen wir nicht. Forecasting beruht auf historischen Daten und mathematischen Berechnungsgrundlagen. Wow! Ho. Also wenn das stimmt, dann seid ihr ja die Bessermacher und nicht die Besserwisser, ne?